Ab sofort bekommt München in puncto Schickeria echte Konkurrenz. Auch Zwickau hat jetzt eine solche Szenebar. Gestern Abend fand die inoffizielle Eröffnung statt und wir waren für Sie mit der Kamera dabei. Schon von Weitem sichtbar bewegte sich gestern Abend wieder etwas in Zwickaus Innenstadt an der Ecke Hauptmarkt Innere Schneeberger Straße. Seit geraumer Zeit waren die Fenster verhüllt und so manche fragte sich, was hier wohl entstehen wird. Gestern wurde das Geheimnis gelüftet. Jetzt hat auch Zwickau eine eigene Schickeria. Mit Blumen, Präsenten und einer Torte von der Bäckerei Planitzer aus Wilkau-Haslau wünschten die Gäste zur inoffiziellen Eröffnung alles Gute. Das Szenelokal, welches über zwei stilvoll eingerichtete Etagen verfügt, lädt ab sofort ganztägig zum Verweilen ein. Kostproben gab es vorab schon mal für die zahlreich erschienenen Gäste. Unter denen befanden sich viele bekannte Gesichter, die in Zwickau leben und arbeiten. Schickeria bedeutet ja schick, Szene, dazugehören. Das ist auch die Philosophie, die man hier verfolgt. Der Stolz auf das in kürzester Zeit Geschaffene war auch Andi Saller gestern anzumerken, der in Sachen Gastronomie ein alter Hase ist. Richtig, wir haben es geschafft, die Münchner Schickeria auch nach Zwickau zu holen. Das ist perfekt. Wie ist das Konzept? Das Konzept ist ein bisschen den ganzen Tag verteilt. Wir fangen ja in der Früh um 9 Uhr an mit einem schönen klassischen Frühstück, wie man es auch in Italien kennt. Ein paar Antipasti, ein bisschen Schinken, lecker Espresso, lecker Cappuccino. Zur Mittagszeit sind wir ein bisschen im Hintergrund, da lassen wir unseren Kollegen auch einen Vorrang. Nachmittag gehen wir aber wieder voll rein mit schönen Kaffee und Kuchen. Auch wieder Espresso und Cappuccino mal auf die Schnelle, so zwischen dem Shoppen. Späten Nachmittag haben wir dann unseren Prosecco, unser Aperol Spritz. Und am Abend komme ich dann in Szene mit unseren schönen klassischen Cocktails, die dann auch so ein bisschen artistisch dargestellt werden. Am Freitag geht es richtig los. Die Zwickauer sind eingeladen, einfach mal vorbeizukommen. Ja, und vor allen Dingen am Wochenende noch ein Highlight. Wir haben noch eine Pianistin da, die jedes Wochenende live bei uns im ersten Stock den Abend untermalt. Und zwar von Eric Clapton bis zu Robert Schumann, bis hin zu Mozart und wieder zurück zu den Rolling Stones. Und das Ganze an einem Piano bei uns in live. Dann drücken wir euch ganz sehr die Daumen und wünschen euch ganz viele Gäste. Dankeschön. Herzlich willkommen. Wenn Sie in den kommenden Tagen durch Zwickaus Innenstadt bummeln und Lust auf einen Cappuccino haben oder mal eine kurze Auszeit vom Bürostress brauchen, schauen Sie doch mal rein bei Andi Saller und seinem Team. Hier freut man sich auf Ihren Besuch.